und willkommen zu Let's Play Dragon Quest 9, Part 9 von LSS14. So, immer noch auf dem Weg nach Stinsbrook, wenn ich mich recht erinnere. Ich glaube schon. Da muss man kurz meinen Bademantel hier begutachten. Ich finde ihn so langsam wirklich ganz toll. Also, da hat was für den Bademantel. Und Pestpilz. Ja, bemerkt mich nicht. Sieht am Bademantel, ich weiß es. Ich weiß nicht wieso, aber es ist der Bademantel. Er ist so fabulous, dass er mich davor abschildert. Ich weiß auch nicht. Es ist der Bademantel, ganz einfach. Okay, dann... Ach, vielleicht können wir ein Team zusammenstellen. Oh mein Gott. Ja, da warte ich schon die ganze Zeit drauf. Bin ich nicht mehr alleine unterwegs. Yay. Oh, da gibt's halt was. Oh, und es ist... Ich sollte auch A drücken. Aqua... Irgendwas. Ist egal, es ist umsonst. Ich will's haben. Ich weiß nicht, was es ist, aber ich will's haben. Meins. Okay, und das ist... Moment da. Moment. Koagulanz. Giftiges Gemisch, das einen Gegner lähmt. Ah, okay. Werde ich nie einsetzen. Oh mein Gott, ist umsonst. Meins. Und wir sind da! Yay! Oh, ist das Nemoi? Ach, sieht das die Mücke im Gedämpft? Mücke im Gesicht. Und, oh, da ist sie auch schon. Hey, Tickler, alles klar? Du bist nicht nervös, Süße. Lebt ja auch noch. Ich fürchte schon. Wie soll denn so ein junges Mädchen mich eine der große und bedeutende Herberge übernehmen? Passt schon. Denn andere werden sich genau das gleiche fragen. Kann schon sein, ich verlasse mich auf meine Instinkte. Du solltest es auch schon. Du kannst es wirklich schaffen, Tickler. Wird schon schief gehen. Wirklich, mach dir keine Sorgen. Wenn du meinst... Jetzt stelle ich dir meinen neuen Kollegen vor. Deinen neuen Kollegen vor. Upsi. Hey Leute, ich bin zurück. Und ich habe einen leuchtenden Hoffnung schon mal mitgebracht. Bin wieder da, ihr Luschen. Ist doch bestimmt lustig. Los, folgen wir, um zu sehen, wie Tekla sich hält. Ja, bestimmt ganz lustig. Also wirklich, Hilda, was hast du dir dabei bloß gedacht? Du siehst kleine Michael für die Herberge führen? Willst du ihn dann wirklich endgültig beerdigen? Vielleicht. Jetzt beruhig dich doch, Resi. Ich habe doch nicht in so einen Michael von der Straße aufgehauen, um den Laden zu schmeißen. Hätte ich gemacht. Tekla sieht vielleicht nicht viel aus, aber das Gastgewerbe liegt hier im Blut. Die bringt die Bude wieder auf Vordermann. Hast du was nicht auch gesagt, als du mich hier angehört hast? Hast du nie gesagt, du ziehst Loten den Kerl zu, wenn er diesen Laden ganz gewiss von dem Ruin rettet? Tut leid, aber ich bin nicht allzu sehr davon überzeugt, dass es sich bei ihm um diesen Kerl handelt. Naja, vielleicht nicht ganz. Aber sie gibt mir doch wenigstens eine Chance. Ihr werdet niemanden finden, der härter arbeitet als ich. Und ich habe alles über die Herbergsmove von meinem Vater gelernt. Du bist also die Tochter eines Herbergsmiths und jetzt bist du hier, um deinen Papa stolz zu machen, wie? Das ist sehr ehrenhaft, aber zu viel an Herbe gehört schon mehr, als nur Aufsicht viel zu versprechen. Und du kannst uns viel darüber erzählen, was dein Papa dir alles beigebracht hat. Wir kennen ihn ja nicht einmal. Aha, eine Herausforderung. Darauf haben wir gewartet. Zeig ihn, ihr Süße. Was soll ich jetzt zeigen? Ach, den hier? Tada! Take all den Herbie heraus. Oder Herbie. Ich weiß immer noch nicht, wie man das aussprechen soll. Jetzt will ich mal wieder die Herbie-Filme gucken. Na egal, ich bleib bei Herbie, glaube ich. Moment, diese Trophäe. Ist das etwa... Ja. Genau das. Diese Pose, ey. Gibt's genau. Der Herbie für rausregende Herbergsleut. Verliehen für König Baldus fürs selbst. Und hier ist jetzt immer noch Zweifel an seinen Fähigkeiten. Und Tekla hier für das gleiche Blut. Nicht übel, oder? Die Tochter des Herr der Herbergen. Das... Es ist ja unglaublich. Die Meinung ja schnell geändert. Sehr schnell. Übertreiben die nicht ein bisschen. Ach, schon gut. Kein Grund, Kratzfüße zu machen oder so. So, bin da, Leute. Ich liebe echt diesen Bademantel. Muss ich kurz begutachten, ja? Hi. Oh nein, sie hat euer Versprechen gehalten und besucht uns. Und das jetzt schon. Ja, und nicht mal einen Tag später. Schön, wa? Und ich will endlich ein Team zusammenstellen. Wir sind leider selbst gerade erst angekommen. Wir konnten noch gar keine Gäste bewirten. Nur die Ruhe, Süße. Lass mich bestimmt nicht lange bleiben. Ihr seid doch hier, weil euch Sorgen um Tekla macht, oder? Und ihr wollt sicher sehen, wie es hier geht, nicht wahr? Ja. Wir würden nur zu gerne helfen, aber wir stehen da gar nichts von den Herbergszunft. So ungefähr? Und was wäre nun, wenn es dir wirklich etwas gäbe, bei dem uns aushelfen könnte? Bei was genau? Ich will Details. Hilda, was redet ihr denn da? Also, sobald ich es beurteilen kann, hat Eis ein Talent dafür, alle möglichen Leute zu begegnen. Vielleicht.
Eventuell. Worauf willst du hinaus? Wenn sie jetzt ein bisschen die Werbetrommel für uns rühren könnte, hätten wir bald die Hütte voll. Hilda, um sowas können wir dazu nicht bitten. Der Bär hat doch nichts mit dir zu tun. Naja, ich will den Team anheuern. Ich heiße natürlich auch ein Talent, Leute dazu zu bringen, um zu helfen. Süße. Gut, dass du dieses Talent hast. Wenn er jetzt nichts Besseres zu tun hat, und dann nimm einfach die Hilfe an. Du kannst sie gebrauchen. Habt ihr vielleicht recht? Würdet ihr uns also helfen, Knights? Ja, ich weiß ja nicht. Okay, sie hat uns aufgenommen, als wir am Arsch waren. Also, das könnten wir dann doch für sie tun. Vielleicht. Ja, okay. Es stimmt schon. Es ist bestimmt oft offen, wenn es Leute magisch anzieht. Ich danke euch, Knights. Das weiß ich wirklich zu würdigen. Yay. Können wir jetzt Leute anwerben? Aber nicht unsere. Oh, komm schon. Es ist ganz leicht das Weggeschehen, ja, Knights? Es ist aber gefährlich, Schätzchen. Warum bleib ich einmal in der Gegend, bis die Elbe geöffnet? Genau, später wieder. Ich mache euch mit ein paar Leuten bekannt, die euch nützlich sein können, ja? Wieso später erst? Oh, das ist ein Typ. Ich dachte gerade, das ist eine Frau. Hupsi. Ah, der berühmte Herbie, was? Ja, berühmter Herbie. Hupsi. Ich habe gerade bei dem Bild, das sah aus wie eine Frau, oder? Ich bin nicht die Einzige, die das so gedacht hat, oder? Es ist wirklich erstaunlich. Ich weiß ja, dass ihr Vater den Pass gewonnen hat und nicht sie, aber... Ich weiß nicht, wenn man sie mit dem Herbie in der Hand sieht, muss man einfach an sie glauben. Tilly will sich selber etwas ganz Besonderes machen. Sie wird dem Rest direkt seinen früheren Glanz zurückgeben. Yay. Ich will den Leute anwerben. Wo ist deine Unterkunft? Wir sind leider noch nicht ganz so weit. Vielleicht könnt ihr später wiederkommen? Oh, Mann. Okay, werben wir Leute an. Oh, ein Brunnen. Gehen wir da rein. Yay, Schatztruhe. Bam. Leinhandschuhe. Was habe ich jetzt gerade? Stoffhandschuhe, glaube ich. Nee, das war's nicht. Ausrüsten, genau. Nee, Baumwollhandschuhe. Stimmt. Und die bringen mehr, okay. Ausgerüstet. So. Und wieder raus. Was wollte ich jetzt? Okay, Leute anwerben. Gehen wir erstmal hier hin. Oh. Seht ihr die zwei Schatztruhen da drüben? Wisst ihr, was der Unterschied zwischen den blauen und den roten ist? Die roten sind besser. Nun, ich würde es sagen, die roten kann offenbar nur der Held der Welt öffnen, in der Truhe sich befindet. Oh. Das bringt mir hier viel. Die Daumen können alle Leute öffnen. Aber hier ist allerdings möglich, sind andere Welten zu betreten. Weiß ich auch nicht. Komm mal in die Herberge. Oh, Gingekraut. Yay. Und. Brauche ich nicht. Schön. Aber das brauche ich. Und das glaube ich nicht. Aber egal. Egal, Leute anwerben. Scheiße, das vergesse ich jedes Mal. Dann hier oder. Ich will aber erst im Laden und gucken, was die da für Sachen haben. Geh jetzt mal dahin. Erstmal hier ins Haus, okay. Oder auch nicht. Willkommen in Schinsburg. Ich will euch ja einen angenehmen Aufenthalt wünschen, aber es ist gerade schwierig. Das ist ja toll. Wir werden nämlich von einem schwarzen Ritter bedroht. Dann müssen alle, auch die Besucher, sehr aufpassen. Ach, das höre ich doch gerne. Wunderbar. Habt ihr gehört, dass dieser seltsame schwarze Ritter sich auf die Burg geschlichen hat? Ihr grüßt nach einem Krieger, der bereit ist, für uns gegen die Ritter anzutreten. Aber in eurer Stelle will ich mich da nicht melden. Nicht, wenn euch euer Leben lieb ist. Melden wir uns da. Was kann schon schief gehen? Ich zittere wie erstmal, wenn ich mir vorstelle, wie dieser schwarze Ritter wirklich auf uns alle losgeht. Womöglich. Upsi. Ja, da werden wir uns melden. Was kann schon schief gehen? Hi. Da ist Erdrutsch verschwunden und man denkt, alles ist gut. Nun das. Was los ist? Nun schau ich mal auf das Schild an. Ring in die Traufe. Name. Okay, nice dieses Schild. Ein ganz voller schwarzer Ritter, Ritter in schwarzer Rüstung, versetzt uns unsere Stadt in Angst und Schrecken. Damn! Was waren wir gegen ihn anzutreten, möge zu bekommen? Wir nehmen jeden! König Ballas von Schönsburg. Da, wir nehmen jeden! Schön! Da melde ich mich dann erstmal. Dieser fiese schwarze Ritter ist gleich nach dem Elbim hier aufgetaucht. Ein Elbim und ein Ritter, vielleicht hat er irgendwas zusammen, was? Ja, vielleicht. Wer weiß, ich will da rein, goddammit. Jo, ich will Sachen kaufen! Wir kommen im Kramladen, ja, ich will Kram kaufen. Und ich kann dir keinen Kram kaufen. Nicht, den ich brauche. Oh. Nee, Moment, die haben hier... Ach ja, stimmt, die haben noch einen Waffenladen und einen Rüstungsladen, oder? Ach ja, das ist ja getrennt. Ah, oh, upsie. Hab ich ganz vergessen. Ich bereise dir auf der Suche nach richtig seltenen Objekten. Je seltener Gegenstand, desto mehr Sterne. Stell ich nur vor, ihr findet einen 5-Sterne-Gegenstand. Seltener geht's nicht. Schön, interessiert mich nicht. Weiter geht's. Dann erstmal einen Rüstungsladen. Ja, warum nicht? Hi! Willkommen im Rüstungsladen. Ja, schön. Was habt ihr denn? Hab ich schon. Naja, bringt nicht viel, wirklich. Kopfbedeckung trage ich eigentlich eh nie.
Ja, Moor bringt einen mehr. Aber das ist schon blau. Das bringt viel mehr. Sieht aber scheiße aus. Kann ich eh nicht ausrüsten. Oh, mein Bademantel! Ha! Ach nö. Das bringt auch nichts. Kann ich nicht ausrüsten. Hab ich schon. Oh Gott, nein, Stöckelschuhe. Oh nein. Hell no. Die habe ich einmal getragen und nie wieder. Oh Gott, nein. Nein, das war alles. Ich hab einen Bademantel und bin glücklich damit. Wirf ein Rüstchen dir gerade nicht los. Finde ich in einem Ausrüstungsball. Was ihr in einer Schatztruhe findet oder im Laden kauft, womit ihr euch nicht gleich ausrüstet, wandert nach dem Ball. Hopf, 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 hopf. Enthält Waffen und Rüstung für alle Mitglieder eurer Gruppe. Das ist eigentlich sehr praktisch. Die daran, dass ihr nur Waffen oder Rüstungsgegenstände verkaufen könnt, die im Beutel sind. Mhm. Wenn ihr was verkaufen wollt, was die tragt, müsst ihr jetzt das ablegen, bevor ihr mit dem Ladenbesitzer sprecht. Ihr solltet schließlich überprüfen, ob jemand. Ja, bla bla bla, ist ja klar. Ach, Y, okay. Will ich nicht machen. Ich wollte mir eine gute Ausrüstung besorgen und gegen den Schwarzen Ritter kämpfen, aber ich habe nicht genug Geld. Zu schade, wenn man das geschafft hätte, hätte meine Frau und ich weltberühmte Kämpfer werden können. Tja, verkackt. Schlecht. Schatz, das gefällt mir wirklich nicht. Kannst du mir nicht stattdessen einen Kettenhemd kaufen? Tja, nicht alle können so einen schönen Bademantel haben wie ich. Der ist fabulous. Zu einem Bademantel, aber trotzdem, der ist fabulous. Oh, und was habt ihr denn für Waffen? Scheiße, hab ich schon. Das ist gut. Schönes Schwert mit schmaler Klinge. Mit schmaler Klinge. Kann ich alles nicht ausrüsten. Ist alles nicht so toll. Kann ich auch nicht ausrüsten. Sehr für Magier, die nehme ich eh nie ins Team. Ja, Peitschen sind doof. Ja, eine beste Schange, toll. Klauen finde ich immer cool. Ja, Fächer sind auch doof. Aber wir sehen toll aus. Wir sind aber doof. Ich glaube, ich nehme das Florett. Ja, das ist toll. Und dich ausrüsten, bitte. Dankeschön. Nope, das war alles. Dankeschön. Kisten. Und drin ist... Oh, den brauche ich. Oh, den auf jeden Fall auch. Dann sehe ich das gleich erstmal. Beutel. Nein, fuck. Nein. Nein. Beutel. Okay. Ja, Stärkesamen. Nom. Wow. Okay, ist das noch was? Oh, hi. Schwarze Ritter hat meinem Mann sein liebes schwarzes Pferd gestohlen. Oh. Wie schade. Du sollst für den das nichts ausmachen, aber ich weiß, dass sein Wohn zerstört ist. Oh, eine Runde Mitleid. Nee, doch nicht. Wo wollte ich jetzt hin? Ich kann Leute anwerben, scheiße. Geld, yay. Von der Weile habe ich immer im Westen eine riesige Sternstuppe gesehen. Ja, das war ich. War sehr lustig. Sehr lustig. Ich hätte von dir nie einen Stern aus solcher Nähe sehen können. Ja, wirst du nie wieder. Ich habe es nicht vor, nochmal zu machen. Oh, yay. Ich weiß nicht, was es ist, aber yay. Und ist sonst was? Oh, fuck. Ja, ignoriere mich nicht. Ich fühle dir mal deine Sachen, ne? Und klau dein Geld. Dankeschön. Und seit die Buschstecke voller alter Schätze und königliche Erbstücke und so. Vielleicht der Schwarze Ritter ist darauf abgesehen. Ja, wer weiß. Wer weiß. Haus. Und hier ist keiner. Okay. Ja, wir müssen abschließen oder so. Also bitte. Doch, auf eine Tür. Puh. Kann ich auch mal Leute anwerben? Oder nicht? Anscheinend nicht. Na, geh schon kaputt, goddammit. Und hier ist die auch noch. Oh, hi. Eine Burg herrscht jetzt sehr viel Unruhe, es gibt auch mehr Patrouillen. Was, denn hier nur, was ist denn nur los? Ein Typ in der schwarzen Rüstung, der umherrennt. Aber okay, ist anscheinend nicht schlimm oder so. Habt ihr schon gehört, die Tochter des Herrn Helbing ist der Stinsbrücke gezogen und hat einen Herberg aufgemacht. Ist ja nicht mal ein Tag hier. Und da spricht es sich schon rum, das ist ja unglaublich. Ja, okay. Oh ja, Kirche, ich muss speichern, stimmt. Ganz vergessen. Na sowas, das schreibe ich mir extra zu Kirche, ich kann da nicht mehr zu einem anständigen Gebet aufraffen. Für mich dann nicht mehr. Ich könnte mich hinzufügen, erklären, wenn ich aufmunter mit einer schwungvollen Freudenfaust zum Beispiel. Okay. Ach ja, Mission. Also ich werde nicht alles... wunderbar, ich heiße übrigens Gesine. Yay. Also ich werde nicht alle Missionen machen, aber...
Mal gucken, wie viel ich hinkriege. Oh, Missionsliste. Schön. Werde ich nie aufrufen. Aha. Aha. Aufgeben ist gut. Okay. Also, das war Let's Play Dragon Quest 9. Part 9. Von einer 614. Danke fürs Angucken. Miep, miep. Also, wie gesagt, ich werde angenommen. Ich werde es auch. Ich bin ein bisschen an, ja? 4%. Oh, wow. Garderobe kommentieren. 1%. Wow. Wir werden jedes Monster hier töten. Und dann tun sie, wie der Staub sich verteilt. Und dabei werden wir lachen. Eigentlich werde ich nur versuchen, nicht zu heulen, wenn ich jetzt alle umbringe. Also brauchen wir einen Namen, der das ausdrückt. So wie Thanator, der Zerstörer. Oder Kevin.